Woran wird die Größe eines Menschen gemessen? Es ist üblich, einen Menschen und seine großen Taten zu betrachten, und daran kann man die Größe eines Menschen sehen. Doch die Größe eines Menschen wird nicht an seiner Statur gemessen, sondern an dem Einfluss, den er auf die Geschichte hatte. Große Menschen unterscheiden sich von mittelmäßigen Menschen dadurch, dass sie durch ihre Leistungen ausgezeichnet werden. In der Kunst, in dem zum Beispiel ein berühmter Künstler wie Leonardo da Vinci wurde. Er hat großen Einfluss hinterlassen. Im Sport sind Namen wie Mohammed Ali im Boxen oder Maradona in der Fußballwelt, das sind berühmte Namen, bekannte Namen. Bei der Eroberung von anderen Ländern ist Alexander der Große sehr bekannt und sehr groß geworden. Und die Liste können wir fortsetzen. Worin bestand die Größe von Jesus Christus? Wir können natürlich viele Eigenschaften nennen, die seine Größe unterstreichen. Aber ich spreche jetzt nicht von der göttlichen Seite, dass er Wunder getan hat, wie zum Beispiel Kranke geheilt hat, Tote auferweckt hat oder auf dem Wasser ging. Das ist die göttliche Seite. Ich spreche jetzt von seiner menschlichen Seite. Wie er war, wie er auf die gleiche Ebene mit anderen Menschen sich gestellt hat und nicht über den Menschen. Wie hat er das in der Tat erwiesen? Wir lesen in Johannes Kapitel 13 auch eine faszinierende Geschichte. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und jetzt ist natürlich die Frage, auf welche Art und Weise hat er diese Menschen geliebt? Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Also in diesem Moment erkannte er ganz genau, Gott, der Vater, hat alles in meine Hände abgegeben. Und jetzt wird in den nächsten zwei Versen gezeigt, wie er praktisch die Menschen geliebt hat. Da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Was die Sklaven zu dieser Zeit taten, tat Jesus freiwillig, um den Jüngern die Füße zu waschen. Er stellte sich nicht nur auf die gleiche Ebene, sondern er erniedrigte sich selbst und hat wie ein Sklave, wie ein Diener die Füße seinen Jüngern gewaschen. Wenn man vom Herzen liebt, ist es nicht schwer, denen zu dienen, die man liebt. Und Jesus wusch die Füße auch dem Judas, der ihn nachher verraten hat. Diese Liebe dient anderen Menschen, sie benutzt nicht andere Menschen. Und das ist so faszinierend. Die Liebe erhebt sich nicht über andere, sondern sie dient anderen Menschen. Worin bestand also die Größe von Jesus? Seine Liebe und Demut und sein Dienst an Menschen. In seiner Nähe fühlten sich Menschen wohl, nicht ausgenutzt, sondern bedient. Im Angesicht seiner Jünger hat er auch dir die Füße gewaschen. Er hat auch seine Liebe dir gegenüber erwiesen. Hast du Jesus Christus dafür gedankt? Hast du ihn angebetet als deinen Herrn und Heiland? Ist Christus groß in deinem Leben?
staunst du über seine Größe, dass er bereit ist, als König der Könige dir zu dienen? Ich wünsche dir, dass du diesem Christus begegnest, der nicht nur als Gott über alle Menschen herrscht, sondern der persönlich dir gedient hat. Gott segne dich darin, diesen Christus kennenzulernen, der dich liebt, der dir dient, aber der auch angebetet werden will. Amen.